Kann ich meine Nasenspitze ohne Vollnarkose operieren lassen? Das ist das Thema des heutigen Videos. Schönen guten Tag, mein Name ist George Stergio, ich bin hier der leitende Arzt der Abteilung für Gesichts- und Plastische Chirurgie der Praxisklinik Urania. Die heutige Frage haben wir abgeleitet aus einer Frage eines Zuschauers und das war Deli182. Er hat uns vor einem Monat hier geschrieben, ist eine Nasenspitzenkorrektur bei Ihnen auch ohne Vollnarkose möglich? Danke. Lieber Deli, das ist eine ganz gute Frage und auf die möchte ich auch sehr gerne eingehen, weil da zwei Aspekte erwähnt werden. Das eine ist die Nasenspitze und das andere die Narkoseform. Ich gehe davon aus, und das erlebe ich auch in meiner Sprechstunde, dass Leute, wenn es um die Nasenspitze geht, irgendwie die falsche Ansicht haben, dass das eine ganz einfache Geschichte ist, weil es ja nur um die Spitze geht. In Tat und Wahrheit muss man sagen, ist es für den Chirurgen der schwierigste Teil der Operation. Also wenn mir jemand sagt, ich habe eine lange Nase, ich will sie kürzer, ich habe eine breite Nase, ich will sie schmäler, ist das alles nicht so kompliziert. Oder wenn er sagt, ich habe einen Höcker, ich will keinen Höcker, dann ist das alles weniger schlimm, wie wenn er mir sagt, ich möchte meine Nasenspitze anders haben. Schmäler, höher, tiefer, was auch immer. Daraus ergibt sich schon die Schlussfolgerung, dass, wenn es hier um die Nasenspitze geht, zwei Sachen schon klar sind. Erstens kann man es nicht in Lokalanästhesie machen, weil ich muss die Nase gut darstellen. Das heißt, wenn ich sie geschlossen operiere, dann muss ich effektiv so sorgfältig arbeiten können, dass ich den Knorpel nicht verletze. Wenn ich offen operiere, muss ich genauso sorgfältig arbeiten, aber ich habe ein bisschen mehr Sicht. Letztendlich geht es aber darum, dass der Patient sich während der Operation nicht bewegen sollte. Das heißt, er sollte keine Schmerzen haben, er sollte ruhig sein, weil die Knorpelstückchen an der Nasenspitze ganz fein und filigran sind. Im Allgemeinen sage ich, weil ich die Frage ja immer wieder bekomme, kann man Nasen operieren in Lokalanästhesie oder nicht in Vollnarkose? Ich würde mal sagen, eine Nasenoperation in Lokalanästhesie ist eine Viecherei. Das ist für den Chirurgen wie für den Patienten eine ganz schlimme Geschichte. Ich persönlich werde das nie machen, eine Nase in Lokalanästhesie zu operieren, außer ich müsste etwas ganz Kleines entfernen in einer Nase, sei es einen kleinen Pickel oder etwas auf der Haut. Das heißt, es gibt Hautveränderungen, wie zum Beispiel gutartige Tumoren oder Muttermale, das könnte man machen. Aber sobald man Formveränderungen an einer Nase machen möchte, das heißt Knochen, Knorpel, also strukturelle Sachen verändern möchte, muss man eine Vollnarkose in Erwägung ziehen. Ich würde sagen, es ist Pflicht. Was man hier natürlich sagen muss, ist, dass die Narkoseärzte im Zusammenhang mit Nasenoperationen immer ein bisschen in Bereitschaft sind, alert. Warum? Weil sie sagen, nach dieser Operation ist ein Weg der Beatmung zu. Wir atmen durch die Nase und durch den Mund. Das heißt, das sind unsere Eingangspforten für die Lunge. Wenn wir die Nase operieren, werden wir in aller Regel am Schluss der Operation Tamponaden verwenden. Das heißt, der Zugangsweg über die Nase ist verschlossen. Und eine gefürchtete Komplikation bei Operationen ist zum Beispiel, dass aufgrund von einer Allergie oder einer Reaktion des Patienten auf ein Medikament sich zum Beispiel die Rachenwand oder irgendetwas hinten im Mund anschwillt. Der Patient kann nach der Operation nicht einfach extubiert werden. Das heißt, wir können nicht einfach das Rohr rausziehen, weil ja die Beatmung nachher schwerfällt. Solche Fälle muss man gut überwachen und allenfalls verzögert extubieren. Also, Nasenoperationen an sich haben ein gewisses Risikoprofil, auch aus anästhesiologischer Sicht, das heißt aus Narkosesicht, weil ein Zugangsweg der Atmung wegfällt. Also alles das zeigt ja, Nasenoperationen sind an sich schon anspruchsvolle Operationen, aber eben nicht nur für den Chirurgen, sondern auch für den Narkosearzt. Aus dem heraus hoffe ich, dass ihr die entsprechenden Informationen jetzt gekriegt habt und ihr wisst, dass wenn ihr für eine Nasenoperation euch irgendwo anmeldet, dass ihr zugleich auch immer fragt, wie die Narkoseform ist, dass ihr auch euch informiert, ob der Narkosearzt
eine routinemäßige Erfahrung im Zusammenhang mit Nasenoperationen und Narkosen während Nasenoperationen hat. Das ist ganz, ganz wichtig, damit im Ernstfall keine Komplikationen entstehen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt da ein paar Informationen geben zum Thema, kann ich eine Nasenspitze korrigieren lassen ohne Vollnarkose? Natürlich nicht. Ansonsten, wenn ihr wirklich eine professionelle Beratung im Zusammenhang mit einer Nasenoperation möchtet, könnt ihr euch jederzeit bei mir in der Sprechstunde in der Klinik anmelden. Die Kontaktdaten sind unten aufgeführt. Ansonsten freue ich mich natürlich über Kommentare, Fragen, wie ich jetzt von Deli 182 bekommen habe. Die beantworte ich natürlich zeitgerecht, zeitnah und persönlich. Und freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal, meinen YouTube-Kanal wöchentlich besucht, um immer wieder Informationen zum Thema Schönheitschirurgie und ästhetische Medizin zu bekommen. Aus Zürich grüßt euch, euer Dr. Sterge.